Hallo, hallo und herzlich willkommen zurück, liebe Fußballfans. Hier ist das Eismännchen mit der Prognose. Und natürlich ist live bei mir dabei der Alf. Hallo Leute, hallo Eismännchen. Ach, was freue ich mich auf heute. Der heutige Tag. Ach, was wird das interessant werden. Ja, wir sind hier. Es ist kein Battle of Britain, es ist kein Klassiko, es ist Bayern München in Dortmund. Das ist ja der deutsche neue Klassiko, wie es so schön heißt, Leute. Das Mega-Duell. 1-2. Was mega getrübt ist, muss man ja ganz ehrlich sagen, oder? Also nachdem jetzt feststeht, dass Mats Hummels und Schmelzer nicht mitspielen können, sehen wir hier Franck Ribéry im Bild und auch der muss seit heute aber passen. Das hat EA aber nicht mehr reinpatchen können, logischerweise. Franck Ribéry hat eine angebrochene Rippe und wird auch übermorgen Abend, nicht zur Verfügung stehen, denn das Spiel findet Samstagabend 18:30 statt. Hier sehen wir mal die Aufstellung von Dortmund gleich, Alfie, und da wirst du es sehen. Koray Günther ist der Innenverteidiger und Erik Drum der Linksverteidiger. Das wird dir wahrscheinlich wenig sagen. Überhaupt nicht. Ansonsten spielt Dortmund so, wie man es erwarten kann. Und die Bayern setzen ja halt, wie gesagt, mit Ribéry dagegen. Aber ich denke, für Ribéry wird Götze oder Robben spielen. Robben hier auf der Bank in dem Fall. Ja, und ich denke, dafür wird dann eben Arjen Robben auflaufen müssen. Und Thomas Müller wird die andere Seite abdecken. Das sind nicht so die Probleme, ne? Nein, würde ich auch sagen. Martinez als einziger Sechser im Aufgebot. Und ja, Dortmund hat den Ball hier. Was sagst du? Was ist zu erwarten von diesem Megaspiel? Alle sind heiß. Gut, sie spielen in Dortmund. Und damit die Bundesliga spannend bleibt, sage ich einfach mal, die Dortmunder sollten ruhig mal 2-1 gewinnen. Und wir haben ja gleich den ersten guten Ball von Bender auf Mkhitaryan. Und der macht hier fast das 1-0 in der ersten Minute gleich. Achtung, ist noch heiß. Lewandowski. Und es gibt Elfmeter. Für Dortmund in der dritten Spielminute. Na, witzig. Rafinha hat Lewandowski gefoult. Wie ein Traktorfahrer geht der da rein, Alter. Oh wei. Ja, das ist diese Übermotivation, genau, die beide Mannschaften an den Tag legen. Bestimmt. Lewandowski gegen Neuer. Lewandowski oben im Winkel, 1-0 für Dortmund, okay? Das ist ja dann für meinen Tipp relativ, ja, egal, würde ich mal sagen, weil ich wollte auch noch tippen. Ich bin ja da ein bisschen anders eingestellt als die meisten Memmen hier, die auf diesem Feld rumlaufen. Der Herr Watzke hat ja schon wieder die besten Ausreden fürs Duell. Bei Bayern München fehlen ja auch nur mit Schweinsteiger, Ribéry und Konsorten wirklich ganz schlechte Spieler. Also wir müssen ja eigentlich auch die Taschentücher voll heulen, denke ich. Ich denke, dass Dortmund wenig Probleme haben wird, weil sie einfach sowieso nur nach vorne spielen können, weil sie Abwehrspieler, die sind sowieso nur da, meiner Meinung nach. Weder Hummels noch Subotic haben ein gutes Niveau in dieser Saison bisher erreicht. Korrigiert mich bitte in euren Kommentaren, wenn ihr das anders seht. Meiner Meinung nach spielt die Dortmunder Abwehr seit anderthalb Jahren Grotte. Und das sieht man in der Champions League. Das sieht man auch hier. Und ich tippe auf ein 2-2. Egal, 2-2, wer bei Dortmund hinten steht. Uns reicht ein 2-2. Die Meisterschaft bleibt spannend. Das ist für euch alle gut. Und uns sind natürlich die Bayern. Mir reicht ein 2-2. Die Meisterschaft bleibt spannend mit 4 Punkten. Und wir sehen richtig geile Fußballspiele. Und das ist mir eigentlich fast am wichtigsten morgen. Übermorgen. Ach Gott. Ja, aber mit wir musst du mich aber ausschließen. Nein, wir Bayern-Fans. Ja. Um Gottes Willen. Wir wollen dich Köln doch bestimmt nicht zum Bayern-Fan umpolen. Alles gut. Alles gut. Unter anderem erwartet uns ja auch noch der VfB gegen Gladbach, ne? Ja, das sind ja alles. Also, ich muss dir ganz ehrlich sagen, der Bundesligaspieltag, der interessiert mich an diesem Wochenende überhaupt gar nicht. Das einzigste Spiel, was für die Bundesliga interessant ist, ist dieses Abendspiel hier, meiner Meinung nach. Danach, wenn Bayern wirklich gewinnen würde, dann wäre die Hinrunde gelaufen im Thema Spannung und dann würde es nur untenrum interessant werden. Weil oben, sag mal, nach Dortmund kommt ja sowieso, na, ich sag mal, Leverkusen können wir da ausklammern und der Rest, der schlägt sich doch eh gegenseitig. Guter Ball hier wieder, Reus, Achtung, Dortmund macht jetzt mal hier ein bisschen mehr Betrieb noch. Und Neuer lässt den Ball fast fallen und die Bayern können nochmal klären. Also Dortmund spielt gut hier, klar die bessere Truppe bis jetzt. Wie gesagt, ich kann mich, weiß ich nicht, wir können das gerne durchtippen, aber es wird keinen großen Einfluss nein. auf die... Ich wollte es nur so erwähnen, weißt du, das machen wir ja eigentlich immer. Das machen wir immer, das stimmt. Ja, was aber noch interessant sein könnte, dass Frankfurt gegen Schalke spielt. Das sehe ich jetzt hochinteressant an, muss man ja als neutraler Fan auch mal sagen, das sehe ich jetzt hochinteressant an, weil bei einem von beiden wird sich die Krise verspitzen. Und zwar richtig. Ja, und dann haben wir noch Berlin gegen Leverkusen. Wobei ich den Berlinern da nicht so viel zutraue. Ja, das sind aber diese Spiele, wo Berlin immer gut dasteht. Ich kann mich an das Spiel in München erinnern, wo die ein richtig gutes Spiel abgeliefert haben. Keine Frage. Ja, und dann haben wir natürlich das Nordderby, HSV gegen Hannover 96. Und das ohne Raphael van der Vaart, der ebenfalls verletzt ist. Also die Bundesliga hat einen richtigen Draufleger gemacht mit diesen super tollen Freundschaftsländerspielen. Ja? Hummels, Schmelzer auf deutscher Seite.
Dazu Boateng angeschlagen gewesen, der spielt jetzt ja trotzdem, aber dann sehe ich noch Van der Vaart, der verletzt ist, der war noch richtig. Was war denn noch dabei? Ich weiß es gar nicht mehr. Irgendwer war noch verletzt, bin ich der Meinung. Also es waren ganz wichtige Spiele. Also die Playoff-Spiele waren okay, das ist, muss sein, aber diese Drecksfreundschaftsspiele, auch wenn es Italien und England sind, Leute, das ist doch der letzte Witz, oder? Ja, das schadet der Bundesliga. Hätten sie zu irgendeinem anderen Zeitpunkt machen sollen. Ich meine, dass auch solche Sachen sein müssen, okay, aber nicht, wenn die Bundesliga mittendrin ist und vor allen Dingen hat das hier alle Guter auch Ball, auf ich die muss Rippe. unterbrechen. Lewandowski 2-0. Drum, super, geiler Pass von Erik Drum auf Lewandowski. 31. Minute. Dropkick-Abnahme. Nicht ganz so schlecht gemacht, würde ich mal sagen. Vom Bald-Ex-Dortmunder 2-0. Alter Verwalter. Hier sehen wir es Oha. nochmal. Sensationell guter Pass in die Spitze. Zwischen Dante und Boateng in die Schnittstelle hier. Und bam. Ja, so kann man den mal reinschießen. Alter Verwalter. Da bin ich mal gespannt, wie die Bayern antworten hier. Wenn es so ausgeht, dann werde ich wahrscheinlich weinend nach 30 Minuten schon da sitzen und werde mir irgendwas. Ja, muss ich Bier trinken. Hey. Ja, das ist ja auch mal nicht so schlimm, wenn du mal ein paar Bier trinken kannst. Ah, Außerdem, ihr bleibt doch da geht es Tabellenführer. nicht drum. Die Serie ist jetzt mittlerweile 37 Spiele alt. Neuer Bundesliga-Rekord und es wäre schön, wenn die den ausbauen könnten. Weil sowas ist einfach einmalig und sowas wird man vielleicht nicht mehr so schnell erleben. Oh, aber Dortmund kommt wieder über Reus hier. Konter sogar. Konter. Aber nee, Reus wird abgedrängt. Wo waren wir gerade? Ich habe den Faden verloren. Ah, Oh Länderspiele, ja. Länderspiele. Das Problem an den Länderspielen ist ja eigentlich, du musst sie ja da ansetzen, weil du musst ja davon ausgehen, dass du eventuell diese Playoffs spielen musst. Du kannst ja nicht davon ausgehen, dass du dich direkt qualifizierst. Na, Ja, das aber ist ja das Problem. dann brauchen aber so Mannschaften wie Deutschland, die schon qualifiziert sind, die auch die diese Spiele nicht machen müssen, die müssen doch dann auch keine Länderspiele machen. Das stimmt. Das stimmt. Die könnten es absagen und jetzt kommen die Ja. Bayern zum ersten Mal, aber nee, die Dortmunder können es klären. Ich sehe es Oder ähnlich. sie sollen mit einer ganz anderen Mannschaft auftreten oder was auch immer. Also, ich Oh, sag mal. oh, 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 Mkhitaryan ist durch. Neuer ist da, alter Falter. Die lassen hier zu. Bayern spielen wie die ersten Menschen. Vollkommen ohne Deckung, ohne Abwehr, ohne Raumdeckung, ohne Kompaktheit. Träge, lethargisch. Eieiei. Und es ist gleich Halbzeit. Das ist auch gut, glaube ich. Der Pep kann erstmal wieder seine tolle Taktik ein bisschen feilen. Das wird übrigens für mich heute der Schlüssel hier am Samstagabend. Wird Guardiola einlenken oder wird er weiter auf sein dämliches 4-1-4-1 beruhen? Das wird für mich ein ganz großer Schlüssel. Im 4-1-4-1 sage ich dir, gehen die Baden. Wenn sie 4-2-3 einspielen, werden sie sicherlich einen Punkt mitnehmen können. Man muss abwarten. Das muss man generell. Also, ich habe ja nebenbei ein paar Internetseiten auf und muss ich natürlich dazu sagen, die haben tatsächlich auch den Ribéry schon von der Aufstellung runtergenommen. Ja, Ribéry hat die, was willst du machen, wenn die Rippe angebrochen ist? Ja, hier Naja. sehen wir es nochmal. Halbzeit. 2-0, zweimal Lewandowski. Gute Bewerbung für einen neuen Arbeitgeber. Möchte ich dazu nur sagen. Ne, hier sehen wir nochmal die Szene hier. Sehr geiles Tor. Ach, das war das nicht, das Tor. Das war Mkhitaryans Ding. Also, vier Großchancen hatte Dortmund, die Bayern deren null. Und ich bin mal gespannt. Wir gehen mal gerade in die Stats rein, wenn die dich hier interessieren. Wir haben 4-0 Torschüsse. Wir haben 54% Ballbesitz für Dortmund. Wir haben Passgenauigkeit von 91% bei Dortmund und ein Foul bei den Bayern. Das war dann auch ein Elfmeter. Tja. Ja, was willst du machen? Witzig, das Spiel ist sonst gar nicht so hochklassig. Also ich kann mich an das Spiel gegen Arsenal erinnern. Das war eine richtige Nummer. Ja, da bist du ja voll abgegangen, ne? Richtig. Und rein in den zweiten Durchgang. Die Bayern in Rot von links nach rechts. Jetzt haben sie zum ersten Mal den Ball. Könnte man jetzt ketzerisch sagen. Und Martinez schießt die gleich jetzt aus. Also die Bayern sind faire Sportsmänner heute anscheinend hier in dem Spiel. Da, wie ich das mache immer, Wie du ne? das machst. Wenn man mit dir Koop spielt, bist du auch immer echt fair, nur zum Gegner meistens. An dieser Stelle sei gesagt, wir müssen uns frotzeln. Ich muss ihn ja heiß machen, damit er besser wird. Tja, also es blinkt so ein bisschen vor sich hin hier gerade. Ja, das hört sich aber nicht gut an, das Plänkeln. Also so ein Spiel will ich aber Samstagabend nicht sehen. Naja, es blinkt jetzt 5 Minuten. Man muss ja auch mal ruhig bleiben. Ist ja alles okay soweit. Naja, die Bilanz sieht ja natürlich positiv für die Bayern aus, ne? Wenn man die Bilanz so gegen Dortmund sieht. Ja, oh, guter Pass auf Mandzukic jetzt mal. Mandzukic! Oh, der erste Torschuss. Knapp vorbei ist auch daneben. Ja, die Bilanz wäre alles andere als wär merkwürdig, wenn die nicht für die Bayern sprechen würde. Weil Dortmund hat ja immer mal so alle 10 Jahre eine Phase, da wissen sie nicht mal,
ja, wie der obere Tabellendrittel aussieht, so gefühlt. Ist ja auch nicht schlimm. Wen haben die Dortmunder da in der Abwehr? Was hat FIFA da reingestellt? Also EA hat hier reingestellt Sokrates, davon musst du rausgehen. Und daneben steht hier der Koray Günther, weil die den Kollegen Friedrich, der ja jetzt verpflichtet worden ist und angeblich auch angeschlagen ist, noch nicht drin haben. Ah ja, ja, weil bei Bundesliga.de steht der Durm drinne. Wer immer das auch sein mag. Der ist der Linksverteidiger, der eben das Tor vorbereitet hat vom Lewandowski. Der ist Linksverteidiger. Eigentlich. So, jetzt kommt Robben. Ja, ja, ja. Eckball. Franck Ribéry. Ist ja vollkommen unrealistisch. Kurz ausgeführt mal. Robben mit der ersten Aktion direkt auf den Dortmunder Durm, wo wir wieder beim Thema sind. Mhm. Also, der hat auch schon mehrere Spiele gemacht, muss ich sagen. 8 Stück. Genau, der ist so schlecht nämlich nicht. Und, wie gesagt, ich finde das Ganze ein bisschen wieder übertrieben aus Dortmunder Sicht. Tut mir immer leid, da muss ich immer wieder drauf ein, weil ich finde es so lächerlich. Ich kann mich nicht dahinstellen vor so einem Spiel und kann sagen, ich hake die Meisterschaft ab. Das nimmt einem keiner ab. Das ist so lachhaft. Die können mit einem Sieg morgen Abend den kompletten, übermorgen Abend, ich bin einfach morgen, können die den kompletten Spielplan wieder umwerfen und dann ist das alles andere ist egal. Aber dann stellen sich ja wieder dahin die Fantasten und erzählen wieder, wie toll sie sind. Das nehme ich ihnen einfach nicht ab und deswegen macht, ich war immer ein Riesenfan von Aki Watzke, bis sie Erfolg hatten. Weil er die Sachen klar beim Namen nennt. Das macht er heute auch noch. Aber er redet halt auch so viel Dünnsches wie sowas. Ich hake die Meisterschaft ab. Vor so einem Spiel. Natürlich. Glaubt jeder. Das ist einfach unrealistisch. Und das ist einfach, wie gesagt, das glaubt vielleicht jemand, der Dortmund-Brillen aufhat. Aber kein normaler, neutraler Zuschauer. Ja, tut mir einfach leid. Ja, du musst aber jetzt auch mal die Kirche im Dorf lassen. Nee. Was der Hoeneß früher alles für eine Scheiße erzählt hat. Ja, der Hoeneß hat aber nie, aber der Hoeneß hat nie erzählt, wir wollen das Spiel gewinnen. Der Watzke tut immer so, wir sind ja so schlecht. Also es nimmt ihn einfach keiner ab. Die komplette Offensive ist fit. Dortmunds Prunkstück ist seit Jahren die Offensive. Da sind alle fit und da wird es ein absolutes Hammerspiel geben. Die werden rennen und kämpfen und beißen und kratzen und werden den Bayern alles abverlangen. Da wird so ein Dummgelabere, das bringt einfach nur, kann man nur lachen drüber. Oder das macht einen sogar wütend. Nein, Marc, aber jetzt mal ganz im Ernst. Also der Hoeneß hat früher auch viel Scheiße erzählt. Also der hat vielleicht nicht genau das gesagt, aber er hat ja auch andere Sachen gesagt, die auch absoluter Schwachsinn waren. Das macht doch halt heute noch. Nein, ich halte den Hoeneß eigentlich, zumindest als Manager fand ich Robben, den Hoeneß. Robben, Sokrates ist da, der fällt in der Brandung hier. Wie viel Minute ist dann wir jetzt? Wir sind in der 73. Und wie gesagt, lass uns ruhig dabei bleiben bei dem Thema. Ich glaube, der Klopp stellt sich selten so hin. Der hat das am Anfang auch gemacht, aber er ist mittlerweile auch ein bisschen weiter, dass er weiß, dass man so ein Spiel gewinnen will, wenn man da oben steht. Es ist egal, mit welchem Personal. Das ist alles lachhaft. Die wollen alles gewinnen. Ja, aber ich kann mich einfach nicht als Vereinsvertreter da hinstellen und kann so einen dummen Scheiß reden. Das tut mir leid. Im Hinblick, ich weiß, dass Indi Bell mir geht vor Neapel, das ist klar, ja. Am Wochenende, nächste Woche ist Champions League, auch natürlich wieder bei uns. Ich weiß, dass Indi Bell mir geht, dass er ausscheiden gegen Neapel mit dem Personal. Das glaube ich auch. Das ist auch vernünftig, das kann auch alles passieren, da muss man realistisch sein. Aber ich kann vor so einem Spiel nicht so einen dummen Scheiß reden. Das kann ich nachher sagen. Dann kann ich sagen, es war vorauszusehen oder sowas, aber ich kann mich nicht vorher da hinstellen und kann so einen Quatsch reden. Beckenbauer ist auch einer, der redet unheimlich viel Quatsch, aber weiß nicht, was der Watzke da macht, das ist einfach nicht, das kauft ihm einfach keiner ab. Ja, dann lass es doch dabei beruhen. Also, ich weiß gar nicht, dass du das so dich selber damit so hochpusht. Also. Weil beim Bayern München immer alles polarisierend ist und der Herr Watzke immer der Engel in Nation ist, während hier Mario Götze ins Spiel kommt. Und das sind alles so liebe und tolle Leute. Oh, geiler Pass von Mandzukic in die Spitze auf Ribéry und der macht das 1-2. Aber 83. Spielminute. Der Anschlusstreffer kommt spät, aber er kommt. Geiler Pass von Mandzukic. Ja, jetzt kommt das 2-1, so wie ich es getippt habe. Und da wir in den Prognosen in letzter Zeit immer verkehrt genau, liegen. Das ist gut, wenn du. Naja, unsere Spiele sind gar nicht so schlecht. Kommende Woche, Leute. Wir wollen kurz darauf eingehen, bevor das Spiel zu Ende ist. Champions League, bei uns auch wieder eine Prognose, logischerweise. Mit ein bisschen Dummgelaber von uns. Ich nehme mal an, dass wir natürlich Dortmund und Neapel haben werden, das ist ganz klar. Und mal sehen, was wir noch dabei nehmen für ein Spiel. Also ein zweites nehmen wir auf jeden Fall, denke ich mal, noch rein. Welches, das entscheiden wir dann nach dem Bundesliga-Spiel. Aber diesmal kein drittes mehr. Nein, kein drittes, auf keinen Fall. Das ist zu viel. Ja. Achtung hier nochmal, Lewandowski hat den Ball. Vielleicht sollten wir die Bayern nehmen, ruhig. Mal sehen. Gucken wir mal. Wir können die Gruppen mal durchgucken in Ruhe, was interessant ist. Leverkusen kommt halt beim Publikum anscheinend nicht so gut an. Aber Lewandowski nochmal, 3 Minuten vor Schluss. Die Dortmunder halten den Ball, die Bayern kommen nicht mehr im Ballbesitz und das Spiel geht damit rasch zu Ende. Es nähert sich der Abpfiff.
Ja, 4 Minuten gibt es oben drauf, aber die sind schnell rum in FIFA. Ja, die sind schnell rum. Aber gut, bei den Bayern ist ja alles möglich. Die schießen ja so oft in letzter Minute noch eins. Habe ich lange nicht mehr gesehen, so viel. Wir sind halt einfach zu stark gewesen in letzter Zeit. Und dann würde laut FIFA hier die Serie also reißen. Gehe Ja, ich jetzt mal aber von aus. Robben hat nochmal den laut Ball. FIFA, Naja, laut Robben. unserer Prognose, würden wir das Spiel jetzt gleich nochmal machen, sähe das wieder anders Ja, aus. das ist ja das Schöne an so einer Prognose. Ne? Und Ja, Aubameyang genau. nochmal mit einem Schuss, das kommt aber nicht durch. Neuer Held, und ich denke, jetzt wird der Unparteiische gleich pfeifen. Und wird die Prognose, jawohl, das Spiel ist aus, also pro Dortmund. Dortmund gewinnt den Gipfel bei FIFA durch 2 Treffer von Lewandowski bei einem Gegentreffer von Franck Ribéry und würde die Bundesliga wieder spannend machen, was ja in Alfs Sinne wäre. Ja, aber weißt du was? Das Tor von Ribéry müssen wir mal abziehen. Ne? Der wird ja auch nicht spielen. Das Also müssen stimmt. wir es Das abziehen. Ne? stimmt. Da müssen wir Nein. abdanken. Müssen wir es abziehen. Ja, war ein Spaß. Nein, ist doch in Ordnung. Soll es so ausgehen, wie es ausgeht. Und mir ist das recht. Ich sage mal, ich habe nichts davon, ob die Dortmunder oder die Bayern gewinnen. Ich würde mich nur. Naja, ich habe meine Meinung ja schon Du gesagt. solltest einfach auf montags dich konzentrieren bei der zweiten Bundesliga. Und wir wünschen euch allen ein super geiles Gipfeltreffen. Schaltet eine Stunde früher bei Sky ein, da könnt ihr Watzke wieder zuhören oder auch unserem Kollege Hoeneß, der bei Markus immer sehr kritisiert wird, und könnt euch, je nachdem, in welchem Fanlager ihr seid, dementsprechend auf die Verantwortlichen einschießen. Das gehört einfach mit dazu und das macht ein bisschen Spaß, weil das ist das, was Fußball ausmacht, meiner Meinung nach. Und ja, Leute, wir sehen uns dann zum kommende Woche zur Champions League mit Alf, bei dem ich mich jetzt recht herzlich bedanken möchte. Ja, und ich möchte mich beim Eismännchen bedanken und bei euch. Und ich hoffe, wir kriegen mal ein paar Kommentare von euch, wie euch das so gefällt. Und ich würde sagen, freut euch aufs Wochenende. Bis dann. Deswegen habe ich ja Tschüss. so viele Spitzen rausgegeben. Und ja, in Eisworten ist wenig zu sagen. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende, tolles Topspiel und wir sehen uns. Haut rein! Tschüss.